Hallo und recht herzlich willkommen zu Star Wars Battlefront. Wir machen heute die Drop Zone. Ja, ich habe heute erst mitbekommen, dass die Beta da ist. Es gibt so viele Spiele, ich weiß nicht, wie manche das überhaupt hinbekommen, da die ganze Zeit auf immer aktuell zu bleiben. Ich könnte höchstens mal die ganzen Tweets von den ganzen Entwicklerstudios mir mal anschauen. Jetzt bin ich ein weiblicher Rebell? Not available, in Beta. Ja toll, dann kriege ich jetzt einfach so die zugewiesen oder was. Das ist ja, ja okay. Also ich muss erstmal Level 3 werden, damit ich die Cyber Rifle bekomme. Wir steigen als Rebell ein. Ich werde jetzt im Anschluss des Videos wahrscheinlich dann festlegen, ob ich das komplett euch zeige oder ob ich kurze Cutscenes mache. Ich werde das Ding hochladen und wenn es hochgeladen ist, und das war... Das war jetzt ein... Danke, Kiff, 85. Was soll ich denn jetzt sagen? Ach ja, genau. Ich versuche es jetzt hochzuladen und wenn es runtergeschmissen wird, dann bin ich nicht schuld, dann ist YouTube schuld. Dann versuche ich irgendwie den Sound rauszunehmen oder versuche es nochmal neu aufzunehmen. Nein, YouTube ist ja auch nicht schuld. Das ist ja, wenn die Leute, die hier diese ganzen lästigen... Du darfst aber nicht, weil du bist böse. Ja, ihr wisst schon. Ich laber manchmal einen Scheiß, wenn ich mich gerade auf was anderes konzentriere. Ich meinte natürlich... Vollkommen und natürlich, dass... Ah, das ist gut. Also ich glaube schon, dass ich lizenzrechtliche Probleme bekomme, wenn ich die Star Wars Musik im Hintergrund habe. Das könnte ich mir als richtig böse vorstellen. Okay. Yes! Das war jetzt zwar ein Killclaw, aber es war Kiff A85, der mich ja gleich am Anfang geärgert hat. Da oben war doch einer. Ich hab genau das weiße Kippchen gesehen. Das ist Kiff! Zählt das als Kill, ja? Wir müssen ja zu der Bombe eigentlich. Und das defenden, weil... Ah ja, genau. Wir versuchen jetzt einfach an den Punkten zu warten. Und schießen die hoffentlich von der Seite über den Haufen. Probieren wir es mal. Kann ja nur schief gehen. Das Problem ist halt, wenn irgendeiner hier schon ein Jetpack hat, wenn man dann einen gewissen Rang erhält, kann man auch Jetpacks und sowas. Das ist wunderbar. Also ich muss sagen, die ersten Runden, die liefen gar nicht. Ne? Also ich habe überhaupt keine Ahnung, was ich hier überhaupt tue. Jetzt campe ich hier eigentlich auch nur so blöd rum. Das mag ich ja gar nicht. Aber dafür... Kann ich... Oh! Ich hab den Rang 3! Yes! Jetzt kann ich die Cycle Rifle... Man lädt sich übrigens automatisch wieder auf. Falls ihr das noch nicht gesehen habt. Bin gespannt, ob das ein paar Leute gut finden oder nicht. Jetzt haben wir wieder Kiff 85. Von der Bärchen. Von wo? Hä? Wo kam das jetzt her? Ich hab's gefühlt, aber nicht gesehen. Das ist sowas von Camping hier, was ich gerade tue. Tut mir leid, bitte hatet mich nicht. Ach, macht doch was ihr wollt. Ist mir total egal. Aber da hinten bewegt sich doch irgendwie so ein Scheiß. Ach, okay. Nee, das ist hier einer von uns gewesen. Den da wollen wir. Shit. Frozen Skies hat mich überwältigt. Was hat denn der für eine Waffe gehabt? Oh, das sah aber nett aus. So, dann versuchen wir uns gleich mal wieder einen sicheren Punkt zu angeln. Na ganz ehrlich, anscheinend haben wir jetzt ein glückliches Tänzchen, weil hier noch nicht irgendwelche Leute zu hoch sind im Level. Shit, die claimen das. Verdammt. Ich versuche mich jetzt mal gerade ranzupirschen. Das war sogar schon fast eine Reaktion. Shit, nicht gesehen. Nein, ich bin so doof. Ich habe vor allen Dingen in der Hand, weißt du?
In der Hand hätte ich es gehabt. Ach ja. Manchmal. Au! Ich hab's gemerkt, aber ich hab's nicht gesehen. Wir haben zwei Stück. Wir haben zwei Stück. Das sieht eigentlich gar nicht mal so verkehrt aus. Da. Yes! Den hab ich. War auch schon wieder ein Kill geklaut. Entschuldigung. Für den, den ich ihn auch immer weggenommen habe. Was? Okay, ich hab's. Ich muss mich. Ja, genau. Regenerieren. Und jetzt aufpassen, dass ich hier nicht wieder in die Falle laufe. Ich höre schon wieder piepen. Wir defenden gerade die Box. Nein! Kiff 85 habe ich noch, aber Reeks 7 hat mich. Ich hoffe, ich nehme. Ja, ich spreche die Namen richtig aus. Falls nicht, tut es mir leid. Hups. Hups. Was? Hi, versucht ihn zu defenden. We're securing the area around the escape pod. Nein! Was war das? Ach, hier. Ja, das ist die Cycler Rifle. One-Shot. Weapon. So eine Kacke, ey. Den hätte ich jetzt aber fast. Was ist das denn da? Was leuchtet denn da rum? Was? Fuck. So ein Blödsinn. Wenn ich doch nur ziehen könnte. Wenn ich doch nur. Ja, wunderbar. Ich kann zwar nicht zielen, aber ich habe es trotzdem durch Streufeuer geschafft. Yes! 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 Ich muss jetzt irgendwie decken. Ich muss mich jetzt irgendwie decken. Das war so eine Granate. Das war. Oh fuck. Frozen Skies mal wieder. Ja. Willkommen im sterbenden Rebellenlager. Ja, Mann, die gehen mir auf den Piss da mit ihrem. Warum wollen die nur unsere Sachen? Weg. Ich habe eine Kanone aufgestellt. Komm schon, die find. Oh, Feuer, können die mal hier was ausrüsten gegen das? Kacke! Nein! Verdammt! Ich hätte es schaffen können. Another pod is down. Another pod is down. Ja, ja, ihr hört schon, wie komisch sich das anhört, oder? We're securing the escape pod. Ich versuche natürlich, das ganze Spiel für euch so gut wie möglich aufzunehmen, also in 60 FPS. Falls es dann doch mal ein bisschen ruckelt, ist eine Beta und verzeiht mir. Aber ihr seht ja auch oben links die Framerate, die habe ich mal extra drin gelassen, damit ihr mal so ein bisschen Ahnung davon bekommt, wie leistungshungrig oder auch nicht dieses Spiel ist. 6 Kerne, 89 GTX und 16 GB RAM. Plus natürlich Videoaufzeichnung etc. Das zieht so ein bisschen an den Ressourcen, ne? Also da muss man schon sagen, das geht aktuell. Aus meiner Warte heraus. Ich weiß nicht, wie es mit dem anderen PC wäre, aber ich kann das natürlich gerne für euch nachtesten mit meinem mickrigen Rechner, den ich im anderen Standort habe. 750 GTX und nur 4 Kerne. Und nur 8 GB RAM. Wenn ich da auch mit Ultra spielen kann, dann wisst ihr alle, dass ihr alle mitzocken könnt.
Ich gehe mal davon aus, dass das so Battlefield Engine, also Frostbite Engine natürlich wieder ist und... Was? Hab ich den letzten Kill gemacht oder was? Yes! Ich hab eine positive! Scheiße, ich bin auf 6. Ja, Most Kills 30, der Reeks, den hab ich doch mal abgeknallt oder hat. Nee, der hatte mich abgeknallt, ne? Ach nee, ist auch vollkommen Pumpe. Wir haben auf jeden Fall Rang 3. Das heißt, wir können wieder was Neues freischalten. Das wird jetzt diese Cycle-Sniper-Dingens da gewesen sein. Objectives, Awards, Match-Bonus und Win-Bonus. Yes, und die Dollar gehen drauf, also die Währung hier. Thanks for playing the Beta of Star Wars Battlefront. Learn more at bla 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 bla. Machen wir doch gerne, yay, solange ihr meine Videos online lasst. Bitte. Ja, jetzt kann ich hier und ich kann diesen Iron Shot. The Fashion, which was a primary weapon to fire iron charge bolts, making a very effective shield throughout in vehicles. Aha. Das kostet 2250. Ich glaube, ich lasse das einfach mal noch. Und joine mal direkt wieder als jetzt, oder jetzt als Stormtrooper. Entschuldigung, ich komme so ein bisschen durcheinander, weil ich das vorhin schon mal aufgenommen habe und da hat mich leider das Skype, weil ich habe hier noch Kollegen im Hintergrund, die auch ebenfalls zocken und ich wollte einfach nicht, dass ihr davon abgelenkt werdet, beziehungsweise damit die ihre Ruhe haben, ich meine Ruhe habe, aber wir trotzdem uns auch irgendwie ein bisschen hören können, füllt euch das gerade so ein bisschen raus. Die Jungs habt ihr aber auch schon gehört. Ich bin ein verdammter Stormtrooper, ich muss doch die Typen anlegen. Warum laufe ich denn gegen den und wieso bemerkt ihr mich nicht? Hab ich ein Schwein? Verdammte Axt. Au, 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 au. Da hinten. Ich sehe ihn nicht. Bam. Bam, 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 bam. Da, da, da. Oh, ich liebe Star Wars, ja, das tue ich. Da kommen sie. Yes! Hier ist mit Golf. Nein! Was? Wo kam der jetzt her? Das Imperium. Geht zurück. Da ist er. I see you. See you again. Und I'm tot. Er hat noch 20 Leben. Das sah aber gerade ein bisschen weniger aus. Naja. Ich bin mal gespannt, was nachher hier rauskommt von wegen Netzcodes. Ich bin jetzt mal gerade... Ich mache jetzt mal hier gerade den Gronkh-Style, ne? Es sieht fantastisch... Ich versuche gerade den Gronkh-Style zu machen. Du kannst mich doch nicht ermorden. Ach Mann, du Bitch. So. Er sieht fantastisch aus, wollte ich natürlich sagen. Und, ja, es ist klasse. Also, ich muss sagen, es sieht echt gut aus. Ich wollte aber trotzdem eigentlich gerade mir den X-Wing da mal anschauen. Ja, das sieht klasse aus. Das ist einfach eine Bombe. Wir möchten es tun, wir möchten es tun. Der Escape Pod ist about to fall into rebel hands. Yes, ich hab's noch hingekriegt. Ja! Ja! Nein! Geh weg! Defend, defend, defend. 9 Minuten.
Das ist wirklich realistisch in 9 Minuten oder wie geht das? Kann ich da jetzt auch noch hin und dann geht's schneller? Anscheinend. Ich kann schwören, da kam eine von hinten, eine Granate. Yes. Ups. Ich weiß nicht. Komm schon. Nein! Wieso hat er nicht geschossen? Yes! Gott! Ich kann das schaffen. Ja. So kann man punkten hier. So kann man punkten. Ich war echt Schwein. Eigentlich hätte ich gedacht, dass der eine Treffer ihn auch gleich außen latschen. Ah, Mist! Voll verballert. Ich hätte vielleicht erst auf die Lebensanzeige achten sollen. Jetzt kommen wir bitte nicht mit Camping, weil irgendwie müssen wir das Ding ja defeaten. Defeaten! Defenden! Also, wie gesagt, Optik ist einsame Spitze. Perfekt. So, 4. Einer müsste noch kommen, ne? Newport is coming. Da hinten. Direkt bei mir. Das ist der Wahnsinn. Auf. Hier ist. Weg, bevor die alle kommen. Ich hoffe, hinter mir kommt jetzt keiner. Die finde ich. Da lässt keiner von hinten kommen. Die kommen garantiert von hinten. Ich wusste es! Nur noch zu zweit. Ich weiß nicht, ob jetzt mein Kollege das da retten kann. Ich glaube aber mal nicht. Sieht schon wieder so rot aus. Fuck. Okay, ich versuche mal von der Seite ranzukommen. Das ist sehr gut. Jetzt sind wir noch einen Teamkameraden dabei. Der geht aber leider nicht zum defendeten Objekt. Ach, das sind keine Minuten. Ich bin so doof. Das sind Meter. Aber wie war ich noch? 9? Ja, oder? Ja, könnt ihr hinkommen. Okay. Wo sitzen die Schweine? Ah, schade. Aber 4. Platz. Ich werde ja richtig... Scheiße, ich habe nur 4 Kills. Fuck. Egal, wir haben es geschafft. Hier. Most Pots Activated Chaos Play TV. Yes. Okay, also ich freue mich, wenn euch das Ganze gefallen hat. Ich werde das mal jetzt irgendwie so hochladen. Und viel Spaß damit. Wir treffen uns in Battlefront Beta. Und ich werde auch noch so ein paar Sachen aufnehmen für die Beta, aber die werde ich dann zusammenschneiden und so als Play-Video. Und wenn das wirklich runtergekickt werden sollte wegen der Musik, dann tut's mir leid, dann werde ich nochmal das Spiel nochmal spielen mit dieser Ansage und genau. Ich glaube, ich werde auch noch von der zweiten Map mal ein kleines Let's Play machen. Bis dann, ciao!